So, jetzt sind wir schon am letzten Tag des Festivals beieinander. Und du hast ja deine Laudatio gehalten, ja. Hast den Film quasi vorgestellt. Ist ja zufällig auch das Plakatmotiv. Ja, genau. Ne? Und ich habe den jetzt sogar schon das zweite Mal gesehen, auch auf einem anderen Festival. Ja, wie lief's denn? Es lief sehr gut. Also die Besucher waren sehr angetan von dem Film. Und danach gab es auch noch Diskussionen über den Film oder auch Gespräche über den Film. Der geht ja so über diese poetische Schiene nochmal. Also er hat jetzt nicht so dieses massive Faktenvermitteln, sondern er ist einfach auch von den Farben und von den Bildern und natürlich auch von der Erscheinung dieser Protagonistin, auch unseres Plakates, ja besonders bezaubernd. Was hast du denn erzählt? Also das ist die Poetin, Spoken Word und Künstlerin und Umweltaktivistin Kathy Chetnil-Kachina und der Filmemacher Dan Lee, die zusammen den Film gemacht haben über die Marshall Islands, über diesen Dom, wie er dort heißt, aber der eigentlich als Grab mittlerweile bezeichnet wird, also auch das Gedicht heißt Doom Poem. Und sie beschreibt eben, wie sie auf diese Insel kommt, über das Wasser, über das Meer und dann eben auch fragt, was wird mich da erwarten? Ist es jetzt dieser Dom oder ist es eigentlich doch eher dieses Grab, weil diese Atomtests ja viel Zerstörung gebracht haben und auch viel Elend. Und das merkt man also der Insel bis heute an. Die so unglaublich schön ist und bezaubernd ist. Das ist, ich erinnere mich an das Wasser, an den Himmel und so weiter. Also das hat der Kameramann Dan Lee oder Regisseur Dan Lee unheimlich schön eingefangen. Und das ist natürlich auch ein Widerspruch, weil das Gedicht schon so wortstark ist und eigentlich etwas Schlimmes beschreibt. Und da dem gegenüber stehen diese wunderschönen Bilder. Und man merkt eigentlich, was da eigentlich verloren gegangen ist. Jetzt ist gleich die Eröffnung. Also wir müssen jetzt rein. Und ich danke dir nochmal, ne? Gerne, okay. Danke dir.